Zwecken Sie eigentlich mit diesen Schikanen? Raus jetzt mit der Sprache, und zwar hier vor der Mannschaft. Sprechen Sie mit mir? Damit Sie da klar sehen. Ich lasse mich von Ihnen nicht mehr länger vorführen. Aus! Der Dampfer fährt nicht mehr. Wollen Sie nicht gefälligst sagen, worum es hier geht? Ich kann auch deutlicher werden. Wenn Sie Angst haben, dass Sie nicht mehr mithalten können, dass Sie langsam alt werden, dann hören Sie doch auf. Aber eben das können Sie nicht. Sie sind einer von denen, die alles nur nicht aufhören können, die rücksichtslos jeden fertig machen, der auch nur in ihre Nähe kommt. Aber hier verrechnen Sie sich mal nicht. Sie können mich schikanieren bis zum geht nicht mehr. Ich krieg meinen Führerschein wieder, aber Sie können rudern, wie Sie wollen. Sie kriegen keinen Tag zurück, keinen Tag von den Jahren, die Sie älter sind als ich. Raus. Raus. Das geht ja wohl doch etwas zu weit. So. Jetzt gehen Sie auf und sagen Sie, dass ich zu entlassen bin. Sie sind ja Kommanditist. Aber was hilft's, Meister? Irgendein Jüngerer kommt immer. Karl, komm, lass dir nichts anmerken. Das bezahlt er. Das bezahlt er mir. Da guckt er doch den Lader an, Erich. Die zahlen doch auch nicht mehr als die anderen. Bei kleinen Autos weiß man das nie. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Na ja, ich interessiere mich für so einen BMW 1502. Mhm. Schölke ist mein Name. Göbel, das ist Kollege Funk. Komm. Guten Tag. Danke. Wollen Sie bitte mitkommen? Danke. So, einen Augenblick. Ich möchte Ihnen natürlich in Zahlung geben. Was würde ich dafür kriegen? Ach, Kleinwagen finden immer ihren Mann. Keine Sorge. Wisst ihr? Rat, rat. Drin. Ja, wenn ich schon wieder weg ist. Ja, ich warte, danke. Herr Neubert, jetzt ist Schluss. Baujahr? 72, 50.000 Kilometer. Erste Hand. Unfallfrei. Ah ja, hier steht er drin. 2.100. 2.5. 2.1, überzeugen Sie sich selbst. Naja, 2.5, unter dem kann ich es gar nicht machen. Ja, 2.3 könnte ich vielleicht gehen, theoretisch, aber... Mir ist nicht drin. Nee, dann muss ich es lassen. 200 Mark sind 200 Mark, also. Meinst du nicht auch? Ja, das meine ich auch. Ich könnte vielleicht einen Augenblick, bitte. Ich spreche mit dem Chef. Na, was habe ich gesagt? Das sind glatt 400 Mark mehr. Ja. Warte mal ab, was die dir runterrechnen, wenn er in der Werkstatt war. Wie Sie wollen, Chef. Nur entscheiden Sie bald. Sonst entscheide ich. Was ist denn los? Mit Herrn Joost arbeite ich nicht länger zusammen. Nicht eine Stunde. Das übersteht er nicht. Das weiß man bei dem Chef nie. Warum ist er dann oben bei ihm? Der sorgt schon dafür. Sorgt dafür? Hast du dir das gefallen lassen? Wo ist denn Herr Brenzberger? Oben. Nicht mehr. Kein Vollsauflauf, Männer. Worum geht's denn eigentlich? Herr Joost! Es geht schon los.
Herr Brenzberger, einen Augenblick bitte. Da ist ein Kunde, der interessiert sich für einen BMW 1502. Sehen Sie sich mal seinen alten Fiat an. Das muss schnell sein, der Mann hat keine Zeit. Ja, 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 das kenne ich. Immer dazwischen. Habt doch einmal Verständnis dafür, dass hier die Zeit eingeteilt ist. Der Wüller fehlt, aber immer rein. Ihr habt Nerven. Nee, aber Kunden, die kaufen sich nun mal keinen Neuwagen, wenn sie nicht wissen, was sie für den alten kriegen. Bringen Sie näher. Sie sind ein netter Mensch. Dampf hat er heute wieder drauf. Herr Jos, er kriegt den Reifen nicht runter. Na ja, der rutscht dir ja dauernd weg. Komm mal her. Das macht man so. Gib mir mal den Hammer. Und hier immer auf den Rahmen schlagen. Ja? Mal zum Chef kommen. Ja, danke. Wie dem auch sei. Immerhin sind Sie mit mir der Meinung, dass Herrn Brenzbergers Ultimatum nur zwei Möglichkeiten offen lässt. Entweder geht er oder Herr Jos. Das ist doch wohl die Konsequenz. Ja, so sieht es aus. So sehr ich die Notwendigkeit dieser Entscheidung menschlich bedauere, beim einen wie beim anderen, wir haben sie allein nach betriebsorientierten Gesichtspunkten zu treffen. Und Herr Brenzberger ist ein alter Mann, der in wenigen Jahren ohnehin pensioniert wird. Eben. Und deshalb gibt man ihm nicht vorher noch einen Tritt. Ich hatte geglaubt, Ihnen klarzumachen, dass wir hier mit Gefühlen nicht weiterkommen. So hart das auch sein mag, die Interessen der Firma sind vorrangig. Das sind doch Phrasen, Herr Neubert. Ausreden für glattes Unrecht an einem Mann, der sich sein Leben lang für diesen Betrieb hier abgeschuftet hat. Ich bestreite nicht Herrn Brenzbergers Verdienste, aber wir können nicht die Quadratur des Kreises lösen. Wenn Sie immer nur die einzelne Person in den Mittelpunkt stellen. Verdammt nochmal, wen denn sonst? Wen denn sonst? Wer ist denn das, der Betrieb? Das sind einzelne Menschen. Immer dieses abstrakte Gerede. Sie kommen mir vor wie einer dieser ideologischen Thesenmacher, die vor lauter Ideologisieren schon gar nicht mehr wissen, für wen sie ihre Thesen fabrizieren. Ich habe gesagt... Ja, ich weiß, was Sie gesagt haben. Aber ich kann nicht einsehen, dass in der Wirtschaft ein anderes Denken gelten soll als sonst überall. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht irgendeine Institution. Das steht im Grundgesetz. Wenn Sie aber diese Institution nur retten können, indem Sie Menschen entlassen, damit die anderen wenigstens Arbeit und Brot haben. Dann entlasse ich, soweit es geht, nach menschlichen Gesichtspunkten. Und dann erst betriebsorientiert. Aber Fräulein Mettler... Ja, ich weiß, dass das seine Probleme hat. Aber im Zweifelsfall ist mir diese Reihenfolge immer noch lieber. Einen Augenblick, bitte. Glauben Sie, es trifft Herrn Jost weniger hart? Herr Jost ist ein junger Mann und ein hochqualifizierter Meister. Ohne Führerschein. Den er in Kürze wiederbekommt. Er wird immer Arbeit haben. Gut, im Moment durch die Geschichte erschwert, aber wer nimmt denn einen Mann von fast 60 Jahren? Betriebsorientiert, wie man denkt. Außerdem hat Ihr Vater ihn nicht im Testament bedacht, dass wir ihn entlassen. Ja. Meine Frau, stellen Sie bitte durch. Ja, Vera? Ja? Ja. Nein, das war klar. Und das dachte ich doch, sollte ich dir sagen. Und du vergisst nicht, deine Verabredung mit Herrn Dietz erwartet seit einer halben Stunde. Na, natürlich haben wir uns unterhalten. Ich glaube, das geht in Ordnung. Grundsätzlich ist er jedenfalls bereit. Umso besser. Nicht mehr lange. Bin schon unterwegs. Tut mir leid, Fräulein Mettler, für mich wird's Zeit. Ist auch eine Art, eine Entscheidung zu fällen. Wozu soll ich entscheiden, was entschieden ist? Sie werden im Verein mit Herrn Brenzberger immer gegen mich votieren. Und deshalb wird das Autohaus auch bleiben, was es ist. Eine kleinkarierte Nachhut der Automobilbranche. Also, wenn Sie so denken, dann wäre es besser gewesen, Sie wären in Ihrem Elfenbeinturm des Management-Denkens geblieben. Dort können Sie vielleicht Entscheidungen treffen und dabei vergessen, dass es da unten Menschen gibt, die diese Entscheidungen betreffen. Ich werde Ihren Rat beherzigen. Darf ich Sie mal was fragen? Verreisen Sie für länger? Vielleicht. Können Sie nicht deutlicher werden? Alles zu seiner Zeit. Also, das finde ich überhaupt nicht lustig, wenn ich so Ihren leeren Schreibtisch betrachte. Wenn das ein Abgang sein soll, gut ist er nicht. Frau Mettler, ich wünsche Ihnen für die Zukunft das Beste. Und ich fürchte, beste Wünsche werden Sie nötig haben. Meine Empfehlung, verehrteste.
Tja, Herr Just, jetzt werden wir uns wohl unterhalten müssen. Sieht gepflegt aus, ne? Ziehen Sie mal die Haube auf. Hast du die Schlüssel für den Break? Ja, hier sind sie. Danke, hätte ich lange suchen können. Warte mal. Kannst du mir mit 100 Mark aushelfen für eine Woche? Tut mir leid, habe ich nicht, ehrlich. 17 Sachen habe ich angeleiert. Glaubst du, das kauft einer wie zu seit Wochen? Wenn man Pech hat, hat man Pech. Lass dir doch einen Vorschuss geben. Die Komiker, glaubst du, dann wäre ich zu dir gekommen? Lass dir noch einen geben. Damit die Mettler sagen kann, 300 Mark von ihrem Fixum haben sie doch schon. Wollen sie vielleicht mit 400 Mark im nächsten Monat leben, wenn sie Pech haben? Du kennst ja. 20 Mark kann ich dir geben. Mhm. Uns haben sie die Miete erhöht. Dafür durften wir renovieren. Danke. Beschissener Job. Wir hätten ja einen anderen haben können. Das war einmal, junger Fant. Ich bin Baujahr 27 mit Familie. Am ersten kriegst du zurück. Schon gut. Na, wie sieht's aus? Das weiß ich erst, wenn ich fertig bin. Ja, meine Straßenbahn schaffen. Na und? Ihr kauft ein BMW, aber nur, wenn Sie hier nicht zu viel finden. Ich finde nur, was ich finden muss. Bis jetzt sind's nur Kleinigkeiten. Bis auf das da. Er schwitzt, aber das ist doch normal. Das ist eine Gewissensfrage, Herr Schölke. Eine Ermessensfrage. Dass ein alter Wagen und nicht so trocken ist wie ein neuer, ist ja wohl klar, ne? Und das hier? Ja, an der Grenze. Auch Ermessensfrage. Man muss bald runter, aber man kann immerhin noch... Ich weiß, wo der Schuh drückt. Alles in allem 150 Mark. Na ja, wenn's sein muss. Dann hören Sie mal zu. Sie kriegen Geld, wenn Sie Autos verkaufen. Aber ich kriege eins aufs Dach, wenn was nicht in Ordnung ist. Sie sollen ja doch bloß nicht in den Krümeln rumsuchen. Ich habe genau verstanden. Unfallfrei? Ja, unfallfrei. Hallo, hier. Ja. Ach so, hier. Ja, Ermessensfrage. Die halten ja nicht den Kopf hin. Ja, natürlich ist das ein schönes Auto. Es kostet aber ein schönes Stück Geld. Ich nehme ja die Normalausführung. Kein Luxus. Erich, komm her, oft damit, lass die Finger davon. Damit biest es auch nicht wieder hin. Na, über 12.000 Mark, überleg dir das doch mal. Wieso? Knapp 10.000, 2,5 hat er gesagt. Zahlt er mir noch für den alten. Ja, hast du sie schon? Der Autoschäffler wollte für Reparaturen 450 Mark abrechnen. Das ist ja auch ein Halsabschneider. Die machen sie eben hier Bilder. Die müssen nämlich strampeln. Also bitte, renn dich rein. Ist ja dein Geld. Psst, da kommt er. Herr Göbel, das sieht prima aus mit den 2,5. Das wird klar gehen, wenn sich bei der Probefahrt nichts mehr anders rausstellt. Lediglich für Aufbereitungsarbeiten, Roststellen, neue Kerzen, Kontakte müssen wir 150 Mark in Rechnung stellen. Bliebe alles in allem 2.350 Mark, die in Anrechnung kämen. Ja, dann machen wir es doch gleich fest. Voraussetzung wäre nur, dass ich den Wagen sehr schnell kriege. Ich brauche ihn nämlich. Ja, da finden wir schon einen Weg. Ich habe doch richtig gehört, der Wagen ist aus erster Hand und unfallfrei. Jawohl, das ist ein Garagenwagen. Der fährt noch wie eine Eins. Na, fabelhaft. Nein, Frau Mettler, das ist mir alles klar. Nur verlangen Sie bitte nicht, dass ich mich auch noch bedanke. Herr Just. Herr Just. Wenn alles schief geht, kommen Sie zu mir. Nein, so viel kann gar nicht schief gehen, dass ich noch mal hierher komme. Just, Kundschaft! Ich kann mich darauf verlassen, dass ich den BMW so schnell wie möglich kriege. Ja. Also die Farbe spielt wirklich gar keine Rolle. Soweit ist in Ordnung. Danke. Vielen Dank. Notfalls rede ich mit dem Käufer von dem Ausstellungswagen. Irgendwie finden wir schon was. So, TÜV. Ach so, ja, wie ist das mit dem TÜV? Wenn ich denn jetzt noch so lange fahre, muss ich das? Nein, nein, das machen wir. Ist ja auch erst im nächsten Monat fällig. Nee, ich glaube schon in diesem. Das spielt keine Rolle. Sie rufen mich an? Sofort. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Na, siehste, das klappt alles. Ja, bis jetzt. Mark. Und kaum was auf dem Tisch. Uli? Kannst du denn nicht guten Tag sagen, Uli? Hallo? Du? Mein Schatz. Was ist denn los? In der Frühstückspause, da habe ich dem Brandsberger mal was gesagt und das hat ihm nicht geschmeckt und da haben sie mich entlassen.
Fristlos? Nein. Ich brauche nur morgen nicht wiederzukommen. Wegen Zerrüttung des Arbeitsverhältnisses, oder wie das heißt. Und da bin ich gleich heute weggeblieben. Hat denn da keiner was getan? Na, was denn? Na, Vollmettler oder Herr Neubert, um das irgendwie wieder auszubügeln? Ich meine, deshalb entlässt man doch nicht gleich. Ob der Brandsberger darauf eingegangen wäre, weiß ich nicht. Ich hätte jedenfalls kein Wort zurückgenommen. Das war fällig. Da. Ja, danke. Aber die werden dich nicht weiter bezahlen, wochenlang, wenn du da nicht arbeitest. Ich weiß nicht, was der Brandsberger von denen verlangt hat, ob ich sofort zu marschieren habe. Er ist Kommanditist. Fräulein Mettler hat es jedenfalls so ausgelegt. Wir wollen ihnen Gelegenheit geben, sich in der Zeit um eine andere Stelle zu bemühen. Damit sie mich möglicherweise früher loswerden. Und der Herr Neubert? Er hat sich gar nicht blicken lassen. Hm. Weißt du, dass ich meinen Führerschein erst in 6 Wochen wiederkriege, das ist ja nicht das Schlimmste. Aber meine Papiere, wie sehen die denn aus? Da können die mich doch über einen grünen Klee loben. Ich bin 2-mal innerhalb eines Jahres von ein und demselben Arbeitgeber entlassen worden. Und das bei den Referenzen mit Vorstrafe und Gefängnis und so. Wer nimmt so jemanden? Ich bin im Garten. Werner. Ja? Mach dir mal jetzt keine Gedanken. Du bekommst Arbeit. Ein Mann wie du bekommt immer Arbeit. Ich bin da ganz sicher. Ja, ja. Wird schon. Fragt sich nur wann. Und was. Und für wie viel. Das war einmal. Jetzt! Lassen Sie mich mal. Scheiß Auto, verdammtes. Laufen, Freunde! Erspart viel Ärger. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ist Herr Joost nicht da? Der ist schon seit Wochen nicht mehr da. Ach, er wollte mir nämlich jemanden nennen, der eventuell meinen Wagen kauft. Schmitting, Entschuldigung. Eicher, tja, aber davon weiß ich nichts. Ich soll nämlich 2.387,66 Mark an Reparaturkosten bezahlen, aber deswegen habe ich ja gerade meinen Wagen zum Verkauf angeboten, bei Ihnen. Dazu kann ich aber nichts sagen. Ist der Staatsmannschaftler benachrichtigt, dass er seinen BMW abholen kann? Können Sie nicht mal hören, ob ich Herrn Neubert... Fräulein Walter! Herr Neubert ist nicht da. Ja, aber Fräulein Mettler ist da. Ah, dann möchte ich Fräulein Mettler sprechen. Ja, da. Sie ist noch in der Werkstatt, aber sie kommt sicher gleich zurück. Geh ich hin. Na, wie läuft's? Oh, fabelhaft. Abgesehen von dem Ärger mit einem Auto, das ich gar nicht mehr habe. Guten Tag. Ich leide langsam an Verfolgungswahn. Sie glauben gar nicht, was wir als Fußgänger alle so glücklich sind. Die ganze Familie. Ohne den Ärger mit der Technik. Ne? Ja. Irgendwas streikt doch immer, nicht? Offensichtlich nicht nur bei Autofahrern, ne? Zu den Büros geht's hier lang. Ich würde gerne erst die Werkstatträume sehen. Ins Büro kommen wir immer noch. Wie Sie wollen. Ich warte. Zu Ihnen wollte ich. Danke, Teddy. Ja, ich habe hier eine Rechnung bekommen. Guten Tag. Ich habe hier eine Rechnung bekommen über 2.387,66 Mark. Ja. Ja, das muss ein Irrtum sein.
Wir hatten doch extra verabredet, dass ich erst den Wagen verkaufe und dass Sie dann den Rechnungsbetrag von dem Erlös abziehen. Ja. Ganz davon abgesehen, dass diese Rechnung schwindelerregend hoch ist. Nach all dem Ärger, den ich gehabt habe. Nicht zuletzt durch Ihre Werkstatt. Naja, das sagen Sie. Natürlich kann man die Reparaturkosten vom Erlös abziehen. Aber nur dann, wenn der Wagen verkauft worden ist. Und das war bis jetzt leider nicht der Fall. Da müssen Sie sich eben bemühen. Was schließlich so ausgemacht? Also, Herr Schmitting, das Bemühen, ein Fahrzeug zu verkaufen, ist nur dann erfolgreich, wenn der Interessent den Kaufpreis akzeptiert. Und da liegen Sie mit Ihren 7.500 einfach zu hoch. Na, hören Sie mal. Das Auto ist gut ein Jahr alt und hat 10.000 Kilometer. Aber er hat einen kompletten zweiten Motor und neue Lager. Sowas wirkt sich nicht gerade verkaufsfördernd aus. Jetzt ziehen Sie mir aber den Hut auf die Ohren. Was heißt denn das? Ich soll nicht nur die Reparaturkosten bezahlen, sondern auch noch dafür, dass das Auto überhaupt repariert werden musste. Und dass es dann wieder fährt, dass es das... Das ist doch ein Ostfriesenwitz. Herr Schmitting, wir wollen uns jetzt nicht wieder streiten. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir stunden Ihnen die Reparaturrechnung. Vielleicht findet sich ja demnächst ein Käufer und dann löst sich das Problem ganz von selbst. Allerdings eine Ewigkeit können wir nicht damit warten. Mein Gott, was waren das für Zeiten, als wir noch Fahrrad fuhren. Sollten sich unbedingt zulegen für unzufriedene Kunden. Und Tandems für Ehepaare, nur ein Rad. Also klappbare Fahrräder für zufriedene Autofahrer, die gibt es schon. Sagten Sie zufriedene Autofahrer? Ja. Also klappbare Fahrräder. Die habe ich schon gesehen. Guten Tag. Oh, ein bisschen mehr nach rechts. Links einschlag. So ist gut. Wer hat sich denn hier so dusselig hingestellt? Ich, wenn Sie erlauben. Dietz. Guten Tag, Fräulein Mettler. Herr Dietz ist der Bevollmächtigte meines Mannes. Er wird künftig mit gleichen Rechten und Pflichten seine Interessen vertreten. Mettler? Freut mich. Aber den formellen Teil erledigen wir dann oben. Ein guter Einstand war das nicht. Du, soll ich warten? Vielleicht ist er noch nicht fertig. Ja, die werden doch wohl in 5 Stunden noch das Ding da unten am Auspuff zusammenschrauben können. Nee, nee, bis morgen. Danke. Also, servus, ja. Tschüss. Mach's gut. So schafft er das nie. Er kann von Glück sagen, dass nicht mehr passiert ist. Das hätte den totschlagen können, den dumme Kerl, den dumme. Hey, guck dir das an, wie der sich anstellt. Hab's dir nicht ausdrücklich gesagt. Unabbauer kannst du die Waage. Aber von der Schaltung lässt du die Finger davon. Jetzt haben wir die Sauerei. Ach, der Kerl ist ja zu blöd, einen Eimer Wasser umzutreten. Ja, sagt mal hier, Leute, ich glaube, ich hab sie nicht mehr alle. Ja, wer bezahlt denn das? Für den Wagen, da werden mir noch 2.350 Mark angerechnet. Ja, das krieg ich schon wieder hin. Ach nee, und wann? Wann ist denn der fertig? Mensch, ich soll heute mein BMW kriegen. Ja, was soll ich denn denen sagen? Mein lieber Mann, wenn die merken, dass hier irgendwas nicht stimmt, ja glauben Sie vielleicht, die zahlen mir noch 2.350 Mark dafür? Die merke gar nichts. Sieht kein Mensch. Das sagen Sie so. Was auszubeulen ist, wird ausgebeult. Die anderen Teile werden durch neue ersetzt, gespritzt, fertig. Und unten drunter, hä? Wissen Sie vielleicht genau, was da so alles kaputt gegangen sein kann? Na und wen kann ich sie nennen? 2 Minuten war ich draus. Aber den Depp, den kann man ja keine Sekunde alleine lassen. Herr Göbel, Sie kriegen hier in 3 Tagen den Wagen wieder. Das verspreche ich Ihnen. Und gleichgültig, was da kaputt gegangen ist, sehe, werden Sie davon nichts mehr. Dafür stehe ich ein. Aber das übernehmen wir natürlich voll und ganz. Jeder Wagen wird von uns, bevor wir ihn verkaufen, auf Herz und Nieren überprüft. Gegebenenfalls repariert, aufbereitet, eben in den bestmöglichen Zustand versetzt. Sonst könnten wir uns das gar nicht leisten, Garantie zu geben. Und zwar nicht nur auf den Motor. Wie lange geben Sie denn Garantie? 3 Monate. Höchstens jedoch für eine Fahrstrecke von 3.000 Kilometern. Im Einzelnen wird das übrigens durch die Garantiebestimmungen geregelt. Was meinst denn du? Für das Geld, das wir brauchen, um den aufzumöbeln, kannst du auch was Besseres kaufen.
1200 Mark, Moni, was willst du da erwarten? Von einem teureren Auto hätten sie natürlich mehr. Der sieht gut aus, oder? Find ich schon. Was kostet denn sowas? 7,5. So gut sieht er eigentlich doch nicht aus. Ein 2CV haben Sie nicht? Nur den da hinten, aber der... Nö. Tja, Kleinwagen sind gefragt. Die gehen weg, wie sie kommen. Mhm. Und der steht hier. Hier, wenn Sie den nehmen. Der kommt gerade aus der Werkstatt. Aber 3,1? Bei dem sind Sie nicht angeschmiert. Der gehört einem Straßenbahnschaffner. Und wie der gepflegt ist, das sehen Sie ja. 50.000 Kilometer, TÜV 78. Da ist aber noch die alte Plakette drauf. Den kriegen wir durch den TÜV, musste nur erst vom Hof runter. Ach, bitteschön. Das ist ein bisschen viel. Ja, für 2,5 ging er rein. 150 deine Provision plus Mehrwertsteuer, der Rest ist Verdienst. Der Mann kann rechnen. Hast du mal die Karteikarte? Ja. 150 hast du Luft? Mhm. Ein Fiat wollte ich ja nun nicht unbedingt. Den würde ich aber nehmen. Wenn die ihn selbst durch den TÜV bringen, muss er ja in Ordnung sein. Mhm. Wenn Sie ihn mal fahren wollen, Sie haben doch einen Führerschein. Ja, natürlich. Seit gestern. Gratuliere. Da. Danke. Mit den Gängen wissen Sie ja Bescheid. So was Ähnliches bin ich in der Fahrschule auch gefahren. Na bitte. Ruhig, Blutschätzchen. Hoffentlich geht das gut. Meine geht jetzt auch in die Fahrschule. Entweder hat die mit dem Prüfer postiert oder sowas, darf doch keinen Führerschein haben. Naja, nur immer mit der Ruhe hier, Leute, lasst erst mal aussteigen, ja? Ja, komm, du mach doch mal Platz hier. Was ist denn? Wo sind wir denn? Und, gehst du Samstag zum Sportplatz? Freilich, ich hab dir die Karte schon. Gut, ich geh mit. Erich! Ja? Erich? Ja, gehst du mit? Nee, du, jetzt hol ich meinen neuen. Heute Morgen, da hat irgendwas noch an der Schaltung nicht gestimmt. Ah ja, und dann fährst du heim? Na ja. Ich muss mal sehen, der Elfi sagt zwar, sie hat schon eine neue Wohnung, aber wenn du mich fragst, ich glaub's ja nicht. Die will das genauso wenig wie ich. Na, da sehen wir zu, dass es wieder in Ordnung kommt, ne? Du, ja, du, was du? Wir Sachsen sind helle, du. Churchills V, weißt du? Hoffentlich gibt's keine Dünnkirche. Na, es ging ja schon ganz gut. Fährt sich gar nicht so leicht. Ach, das kriegen Sie doch in den Griff. Mag sein, weil ich den Wagen noch nicht richtig kenne. Fährt sich schon dufte, wenn ich da an mein Mofa denke. Aber die 3,1, das ist drüber. Tja, dabei ist das noch einer von den Gebrauchtwagen, an denen wir im Grunde überhaupt nichts verdienen, nur eben am Neuwagen. Trotzdem ist das viel Geld. Alles, was gut ist, ist teuer, aber unabhängig vom Preis. Würden Sie ihn denn überhaupt haben wollen? Könnten Sie ihn heute noch über den TÜV bringen? Mal so gefragt. Morgen ist Samstag. Oh, das wird knapp. Moment bitte mal. Wolfgang! Was soll ich denn machen? Du, ich glaube, das ist eine echte Gelegenheit. Nur, wie kommst du mit deinen Eltern klar? Das musst du dir überlegen. Die sind erst geschockt und dann beruhigen sie sich. Sicher, aber ohne Trouble beruhigen sie sich schneller. Sag's vorher. Ich will ein Auto. Wenn ich erst lang rummehre, komme ich nie dazu. Außerdem weiß Mutti, dass ich einen Führerschein habe. Na, dann ist ja alles klar. Eben. Ja, natürlich. Ich komme wieder auf Sie zu. Wiederhören. Könntest du den Fiat noch schnell über den TÜV fahren? Was denn jetzt noch? Das schaffst du noch. Ich bin mit dem Italiener verabredet, dem Kellner. Wenn du zum Domorowski gehst. Das sowieso. Du, weißt du was?
Ich fahre mit zum TÜV. Vielleicht höre ich was. Aber wenn ich den Vertrag unterschrieben habe? Na, umso besser. Was die beanstanden, müssen sie in Ordnung bringen lassen, sonst kriegen sie die Plakette nicht. Und du kannst vielleicht noch was runterhandeln. Psst. Mein Kollege fährt noch schnell. Das ist fein. Nehmen Sie mich mit? Aber natürlich. Tschüss. Tschüss. Kommen Sie mit rein? Ja. Bitte sehr. Danke. Nun komm, mach dir nicht solche Sachen. Was soll ich denn noch tun, damit du mir glaubst? Da gibt's nichts mehr zu tun. Na also fest. Du machst aber halblang. Nach 20 Jahren, da macht man doch nicht mehr so ein Blödsinn. Das war doch weiter gar nicht. So ein kleiner Seitensprung. Das hat doch mit uns beiden überhaupt nichts zu tun. Elfi, komm, ich mach's dir auch wieder gut. Du, unten steht er. Hinter deinem. Ja, der BMW, den wir immer haben wollten. Nun ist er da, ich hab ihn für dich gekocht. Und was willst du das nächste Mal kaufen? Wieso? Das erste Mal habe ich einen Ring gekriegt, das war die Petra. Ach du lieber, bitte. Und dann Pelzmantel, das war die Inge. Ach, das ist und jetzt für Erika ein BMW. Wie willst du dich denn überhaupt noch steigern? Wenn ich jetzt damit anfangen wollte, was du so alles falsch gemacht hast. Mag sein, aber betrogen habe ich dich nicht, das habe ich nicht gemacht. Weil ich dumm genug war, dir immer wieder zu glauben, aber das ist jetzt vorbei. Denn du änderst dich nicht. Und ich werde es nicht lernen, mich an deine Seitensprünge zu gewöhnen. Darum ist es besser so, wenn ich jetzt gehe. Bevor mir nichts anderes mehr übrig bleibt, als mich daran zu gewöhnen. Wenn du jetzt gehst, dann bild dir aber nie ein, dass ich freiwillig zahle. Das brauchst du auch nicht. Ich arbeite ja. Ich habe mein Auskommen. Übrigens, tu doch nicht so, als ob du noch Geld hättest. Du hast einen BMW. Aber wer weiß, vielleicht fährst du mit dem ja besser als mit mir. Du hast noch einen Gut bei mir. Nicht so laut, von die anderen was merken, gibt's Krach. Herr Domorowski, Telefon. Herr Domorowski, Telefon. Ich mach das schon. Guten Tag, Herr Schölke. Sind Sie jetzt hier? Wie Sie sehen. Und ich fühle mich sehr wohl. Darf ich mal? Die Frontscheibe ist verkratzt. Die muss erneuert werden. Machen Sie bitte mal die Haube auf. Standlicht ein. Ablehnlicht. Herr Jost, Sie müssen meinetwegen nicht länger bleiben. Ich warte gerne auf Herrn Domorowski.
Fernlicht. Ich habe viel Zeit. Linker links. Fürs Auto aus Neubad habe ich viel Zeit. Linker rechts. Aber das ist doch unmöglich. 150 Mark waren kalkuliert und 1176 Mark sind an effektiven Kosten entstanden. Das sind 1000 Mark Differenz. Und das bei einem kleinen Fiat, der gerade doppelt so viel wert ist. 3-1. Hier stimmt doch etwas nicht. Herr Brenzberger hätte Sie gern deshalb gesprochen. Ja, ja, ich rufe ihn. Das kann ich Ihnen sehr leicht erklären, was hier nicht stimmt. Danke, das wird Herr Brenzberger besorgen. Sehr nett. Ihre Unterschrift. Bitte sehr. Danke. Wie lange ist eigentlich dieser Herr Wüller noch krankgeschrieben? Noch diese Woche. Was ist denn mit Ihnen los? Der Chef hat mich vorhin reingerufen. Na, haben Sie alles? Den Brief? Garantiekarte, Zulassung, Inspektionsheft. Die Gebrauchsanweisung. Von diesem Auto. Naja, die Plakette hat er ja nun, nicht? Der Mann war ganz schön gründlich, was? Hab ich Ihnen ja gesagt. Er war bei uns mal angestellt, aber wir mussten ihn entlassen. Och, uns konnte es nur lieb sein. Der Wagen ist ja nun wirklich in Ordnung. Wenn was sein sollte, Sie haben ja die Garantie. Hm. Wo geht's denn hin in Urlaub, wenn ich mal fragen darf? Ich hab eine Tante am Chiemsee. Ah, die habe ich mir schon immer gewünscht. Na dann, gute Fahrt. Danke. Wann kommst du denn? Weiß ich nicht. Ich hole erst mal Fati ab. Wenn er einsteigt, habe ich gewonnen. Bis später. Tschüss. Nickel, komm. Herr Brenzberger, was macht denn mein Kostenvoranschlag? Ach, haben Sie den noch nicht? Na, ich warte seit 14 Tagen und ich wollte ihn ja eigentlich noch vor der Reparatur haben. Das muss am Büro liegen, die... Ja, nicht drücken, Freunde, nicht drücken. Das war die neueste Masche. Ihr wartet mit den Voranschlägen, bis die Wagen streiken und reparaturreif in der Werkstatt stehen. Und dann müssen wir schlucken. Auch wenn Ihr Wagen in der Werkstatt steht. Zur Reparatur gehört ein Auftrag. Und den brauchen Sie uns ohne Kostenvoranschlag ja nicht zu geben. Ja, stimmt, genau. Aber zahlt ihr mir in der Zeit einen Leihwagen? Oder stellt ihr mir einen von euch zur Verfügung? Also muss ich, um Geld zu sparen, reparieren lassen. Um dann später festzustellen, dass ich doch lieber gewartet und einen Leihwagen genommen hätte. Den Voranschlag haben Sie morgen. Lassen Sie sich einen Termin geben. Na, jetzt geht's. Danke. Er hat's vergessen, das ist alles. Na, soll das doch gleich sagen. Meine Güte, wir werden alle mal älter. Na, ich nehme alles zurück. Die Jungen nichts vergessen. Haben Sie es Herrn Dietz gegeben? Er ruft Sie rauf. Hallo? Ja. Meister, der Chef? Ja, ich komme. Er kommt. Aufgelegt. Herr Brenzberger? Weiß er schon? Für Sie habe ich einmal ein Auge zugedrückt. Dem Domarowski wäre das nicht passiert. Und da konnte ich mir ja dann leicht ausrechnen, dass er alles nur hochgespielt hat, um einen Entlassungsgrund zu finden. Hat er Sie entlassen? Nein. Na also, der wird Sie auch nicht entlassen. Allein schon gar nicht. Da gibt es immer noch Herrn Brenzberger und mich. Hm? Aber warum versucht er das erst? Warum will er mich denn loswerden? Das hat doch mit Ihnen gar nichts zu tun. Er wollte eine Sekretärin einstellen, irgendjemanden, den er von früher kennt. Aber der spielt hier keiner mit. Und das habe ich ihm gerade gesagt. Also keine Sorge. Hm? Ja. Und was den Grund angeht, den Sie ihm geliefert haben, würde ich an Ihrer Stelle einfach keine Rechnungen mehr anmahnen, auf denen groß und breit Gutschrift steht. Schönen Abend. Danke. Gleichfalls. Ja, kommen Sie rein, Herr Brenzberger. Sie haben mir da eine seltsame Sache hochgeschickt. Ja, dazu muss ich Ihnen etwas sagen. Deshalb sind Sie hier. Der Mann, der das Auto beim TÜV geprüft hat, war Herr Jost. Herr Jost war... Ja, ich kenne die Geschichte. Sie wissen, dass er mal hier angestellt war, aber was sich zwischen uns abgespielt hat, im Frühstücksraum, vor allem Monteur... Ich weiß, Herr Brenzberger, Sie seien älter geworden und sollten besser aufhören oder so ähnlich.
Aber das erklärt keine Differenz von 1000 Mark. Da müssen doch Mängel festgestellt worden sein, die Sie nicht festgestellt haben. Mängel? Was sind hier Mängel? Bei jedem anderen Prüfer wäre das durchgegangen. Aber wenn einer etwas finden will, dann findet er etwas. Durchgegangen? Also haben Sie doch Mängel erkannt. Warum haben Sie dann nur 150 Mark angesetzt? Weil das keine Mängel sind, in dem Sinn. Aber erlauben Sie mal, Sie haben doch repariert. Für 1176 Mark und 34 Pfennige. Wenn das keine Mängel waren, was haben Sie dann für das Geld gemacht? Wollen Sie mich fertig machen? Das brauchen Sie nur zu sagen. Ich will nur eines wissen. Wenn Sie sich neben mich an die Werkbank stellen, dann mache ich Sie auch fertig. Kein Kunststück. Herr Brenzberger, dann behalten Sie doch mal die Ruhe. Es kann auch nur einer recht haben, entweder Sie oder Herr Joost. Denn bis jetzt wollten Sie mich glauben machen, dass ein und dasselbe Auto bei dem einen Prüfer durchkommt, beim anderen aber erst nach Reparaturen von 1000 Mark. Das will ich Sie nicht glauben machen, das ist so. Das sind Ermessensfragen, Herr Dietz, ausnahmslos. Hier, sehen Sie sich das doch an. Undichtigkeiten an Motor und Getriebe, hat er behauptet. Damit kann man jeden aufs Kreuz legen. Denn wo hört das normale Schwitzen auf und wo fängt die Undichtigkeit an? Der TÜV sagt, bei Tropfenbildung. Wenn alle die Autos undicht wären, bei denen unten Tropfen hängen, dann hätten wir bloß noch undichte Autos. Oder hier, Bremsleitung angerostet. Natürlich setzt sich nach 4 oder 5 Jahren Rost an. Ich habe mit dem Tuch gerieben, normaler Flugrost. Herr Joost aber hat mit Schmirgelpapier gearbeitet, um Rostnarben zu finden. Und die waren leider da, weil sie bei jedem älteren Auto da sind. Aber glauben Sie allen Ernstes, dass ein Meister einen Gebrauchtwagen zuvor mit Schmirgelpapier auf Rostnarben untersucht? Theoretisch kann man alles verlangen. Ich frage mich gerade, was nach Ihren Ausführungen eine Garantie auf Gebrauchtwagen wert sein kann. Respektive, wie teuer kommt sie uns zu stehen, wenn aus diesen verdeckten Mängeln offene Mängel werden? Jetzt drehen Sie mir keinen Strick daraus. Ich versichere Ihnen, während der nächsten 3 Monate hätten diese sogenannten Mängel zu keinerlei Weiterung geführt. Dafür stehen Sie ein? Dafür stehe ich ein. Und was dann passiert? Ja, du meine Güte, dass ein gebrauchtes Auto nicht wie ein neues hält, das weiß ja schließlich jeder. Was erwarten die Leute eigentlich? Gerade bei Rostdingen. Tja, es ist eben doch nicht alles so einfach, wie Fräulein Mettler das glaubt. Was wollen Sie denn damit sagen? Es ist alles in bester Ordnung. Aber gerade Fräulein Mettler müsste doch wissen... Sie sollten sich darüber nicht aufregen. Zwischen uns ist alles im Lot, Herr Brenzberger. Im Gegenteil, ich möchte einige Neuerungen mit Ihnen besprechen. Ja, gern. Bitte, nehmen Sie Platz. Also Menschen, so geht's nicht. Erst kriege ich keinen Kostenvoranschlag den und dann... Den schreibe ich noch nach Feierabend. Und dann kriege ich zu morgen keinen Termin zur Reparatur. Was denkt ihr euch eigentlich? Dietz. Freut mich. Wenn nicht Herr Wille am Samstag mein Kupplungsseil geflickt hätte, dann hätte ich am Wochenende dagestanden wie's Kaspar Hänzchen. Wer hat Ihnen das Kupplungsseil gemacht, Herr Wille? Ja, privat. Aber euch funktioniert ja auch nur der Verkauf. Das wird sich ändern. Herr, wie war Ihr Name? Baumert. Herr Baumert. Und ich denke, es wird sich auch einrichten lassen, dass Ihr Wagen morgen oder übermorgen repariert wird. Müssen wir eben schaffen. Sie haben es gehört. Mit Freuden, Herr... Wie war der Name? Dietz. Dietz. Guten Abend. Guten Abend. Und Herr Wille ist Ihr bester Mann. Leider. Das macht die Sache nicht leichter. Vati, hier bin ich. Wie kommst du denn in das Auto? Das gehört mir. Steig ein. Das musst du mir noch mal sagen. Ruhig, Paps. Berufsverkehr. Du steigst lebendig wieder aus. Ich kann also mit Ihnen rechnen? Können Sie. Mit mir allemal. Nicht, dass Sie morgen oder übermorgen kommen und sagen, das ist mir zu viel. Das kann ich nicht. Das ist bei mir nicht drin. Wenn es sein muss, nehme ich es mit jedem Jungen auf. Fabelhaft. Und was Herrn Wille angeht, so wie er kommt, möchte ich mit ihm reden. Nicht, dass Sie das besorgen. Sie müssen ja mit ihm zusammenarbeiten. Von mir kriegt er auch was zu hören. Ah, das ist Ihre Sache. Alles klar. Ach, Herr Brenzberger.
Brenzberger. Porco Dio, habe du keine auch? Ich mit dem Fahrrad doch auch auf Straße. Dio keine. Und ich fahre doch richtig. Tut mir leid, aber ich musste bremsen und... Ja, aber bremse so geradeaus und nicht die neue Fahrrad mit mir. Du mich beinahe Druck auf Trottoir. Das wollte ich nicht. Ja, guck mal. Viele Marke kaputt. Soll ich die Polizei rufen? Polizia. Io fretta. Was haben Sie gesagt? Vaffanculo. Perché la polizia mi aggiusta la bicicletta? Wenn Sie bitte die Polizei benachrichtigen möchten. Nicht Polizia, amigo. Machen, amigo. Ist nicht so schlimm. Hauptsache fair. Das soll ich jetzt die Polizei rufen oder nicht? Ja, warum? Du wolltest rufen Polizei. Zu machen bla bla bla. Unverschämtheit. Kannst du mir was vorlegen? Ich kann dem Herrn noch nicht mal nur 5 Mark geben. Deppel noch einmal. Fahren Sie doch mal Ihren Wagen da vorne weg. Sehen Sie nicht, dass ich den ganzen Verkehr aufhalte. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Vielleicht hat jemand inzwischen die Polizei. Polizei, als wenn die nichts anderes zu tun hätte. Weil so ein bisschen Schutzblech. Wenn Kinder Auto fahren. Sind Sie denn alt auf die Welt gekommen oder haben Sie auch mal angefangen? Autofahren lernen muss jeder. Ach, aber doch nicht im dicksten Verkehr, Mann. Wo sonst wäre der Herr? Wo sonst? Ach, komm mal. Ganz ruhig. Am besten ist, dass wir hinein zusammen trinken. So. Ich hätte Sie gern mal gesprochen. Sarah, Anne? Danke. Nicht drauf haben. Und das? Achtung! Karnickel! Hallo? Aber von einem Mittler. Ich weiß doch längst, woran ich mit Ihnen bin. Schon seit dem Tod vom Senior. Sie haben im Grunde immer nur darauf hingearbeitet, dass ich gehe. Sind Sie verrückt geworden? Wer hat denn schließlich den Jost wieder eingestellt, nachdem er entlassen war? Während meines Urlaubs. Sie wussten genau, dass das nicht gut ging. Deshalb habe ich es bestimmt nicht Ihnen zu verdanken, dass Herr Jost marschieren muss und nicht ich. Und jetzt versuchen Sie es bei dem Dietz, aber da haben Sie Pech. Der ist bestens informiert. Ihnen ist nicht zu helfen. Wenn Sie es glauben wollen, dann schneit's im Sommer. Entschuldigen Sie, ich habe heute Mittag den Fiat 850 gekriegt. Aber der fährt manchmal ganz komisch, glaube ich. Ja, Fräulein, dann müssen Sie morgen kommen. Jetzt ist Feierabend. Sie sollen ja gar nichts machen. Nur mal fahren, ob das stimmt. Monika Bach. Karl Brenzberger. Was heißt komisch? Da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Ich hätte eben beinahe einen Radfahrer erwischt. Und da glauben Sie, es liegt am Auto? Ich weiß nicht. Ich habe den Führerschein noch nicht lange. Also, am Auto liegt es bestimmt nicht. Schauen Sie mal, wir haben es geprüft. Der TÜV hat es geprüft, gründlich, wie Sie wissen. Bremsleitung und Reifen sind neu. Ich habe den Wagen gefahren. Was soll da sein? Guten Abend. Was? Ach, kennst du das Gefühl, du möchtest irgendwas kaputt machen, aber du findest nichts? Vergreif dich später an mir. Ach komm, schwill ab. Glauben Sie mir, Sie können ganz sicher sein. Bin ich. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich den Wagen von der Fahrschule noch im Gefühl habe. Bestimmt, denn im Allgemeinen hat ein Auto die Angewohnheit, dorthin zu fahren, wohin man es lenkt. Ich wollte dich auch nur sicher gehen. Tschüss. Tschüss. Sehen Sie aus. Pardon. Guten Abend, Frau Neubert. Warum entschuldigen Sie sich? Ich bin für Komplimente nicht unempfänglich. Selbst da nicht, wenn Sie vorgefasst sind. Das kommt daher, weil Sie immer schick aussehen. Bei Ihnen muss man vorsichtiger sein, als man denkt. Bitte.
Nun, wie kommen Sie zurecht? Was machen die Kommanditisten? Ich bin nicht unzufrieden. Wir müssen uns eben erst aneinander gewöhnen und das braucht seine Zeit. Was darf ich Ihnen zu trinken anbieten? Whisky, Calvados, Sherry? Dry? Medium. Calvados. Es ist zwar nichts Gravierendes passiert, aber immerhin sind doch einige Dinge angefallen, die ich gern mit Ihrem Mann besprochen hätte. Dann müssen Sie vorerst mit mir vorlieb nehmen. Mein Mann ist noch auf dem Rückweg von London. Ich hoffe nicht, dass Ihnen die Zeit mit mir zu lang wird. Da bin ich eigentlich sicher. Ich bin viel allein. Da sind selbst Schmetterlinge eine Abwechslung. Zum Wohl. Zum Wohl. Na, wie ist es gelaufen? Noch gar nicht. Was Mutti gesagt hat, weiß ich nicht. Fatih ist inzwischen zu Hause und wird es ihr berichtet haben. Und der alte Herr selbst? Der hat sich bis jetzt zurückgehalten. Aber das kommt noch, wie ich Papa kenne. Da schleppst du mich mit? Weil die sich sonst reinsteigern. Außerdem müssen wir ihnen das mit Tante Dora noch beibringen. Das wissen die auch noch nicht? Nein, woher denn? Das ist die Chance für mich. Oder glaubst du, der Dietz hätte mich darum gebeten, wenn er mich nicht wollte? Und solange ich den auf meiner Seite habe, kann ich Mettler strampeln, wie sie will. Selbst wenn das stimmt, was du sagst, ich glaub's nicht. Bist du dir auch im Klaren darüber, was das heißt? Das Auto aus Neubert baut seinen Wochenendservice auf und du? Einen Notdienst, nicht mehr. Wer soll denn den bestreiten, wenn's drauf und dran geht? Der Dietz kriegt dich schon dazu, dass sie mitmachen. Mit dem Hund sind sie alle dabei. Wer kriegt denn die Anrufe? Wählen Sie bitte die Nummer unseres Meisters, der wird Ihnen weiterhelfen. Und dann? Nicht nur, dass wir die ganze Zeit am Telefon kleben. Glaubst du, einer von den Mechanikern hat Zeit? Wenn du fragst, können Sie mal da und da hinfahren? Mal helfen? Die kriegen es ja bezahlt. Bezahlt. Der Installationsfichtler hatte auch seinen Notdienst die ganzen Jahre. Warum glaubst du, dass er ihn jetzt nicht mehr hat? Wer will denn heute noch samstags und sonntags arbeiten? Er ist bestimmt auch dafür bezahlt worden. Das ist bei uns anders. Wir müssen uns was einfallen lassen, um konkurrenzfähig zu bleiben gegenüber den Großen. Ach, das sehe ich ja alles ein. Ich wehre mich bloß dagegen, dass das alles auf deinem Puckel ausgetragen wird. Weil du mal wieder glaubst, du musst beweisen, wie dick du noch da bist. Karl, die kennen dich, die machen dich kaputt. Na, das hältst du nicht durch. Samstags, sonntags, mittags, nachts. Es wird ja nicht dauernd was los sein. Du musst aber damit rechnen. Ganz abgesehen von denen, die sich nur samstags ihre Autos reparieren lassen, weil sie werktags arbeiten müssen. Karl, hör auf mich. Mach das nicht. Nicht auf diese Weise. Und es muss eines Tages so weit kommen, dass du sagst, jetzt muss ich passen, ich kann nicht mehr. Und dann haben sie dich da, wo sie dich haben wollen. Wo der junge Neubert dich schon immer haben wollte. Tja, wenn sie das nicht mehr können... Ich bin kein alter Mann. Ich muss doch wissen, was ich kann. Du bist 61, Karl. Na und? 61 reißt man keine Bäume mehr aus. Da tut man sich entweder weh oder man macht sich lächerlich. Mit 61 muss man endlich einsehen, dass man keine 40 ist. Das ist gewiss nicht schwer, das einzusehen. Ich hab noch nie gekniffen und halbe Sachen gibt's bei mir nicht. Tu, was du nicht lassen kannst. Aber vielleicht denkst du mal daran, was Mutter damals gesagt hat. Alt ist, wer beweisen muss, wie jung er noch ist. Der Vater war auch so um die 60. Mit 63 kriegt er einen Infarkt. Den Rest kennst du ja. Du brauchst dich gar nicht beleidigt zurückzuziehen. Auch wenn du es von Klaus nicht hören willst, was du gemacht hast, ist ein unreifer Kraftakt nichts anderes. Du hast doch immer gepredigt, mit deinem Taschengeld, mit dem Geld, was dir gehört, kannst du machen, was du willst. Das geht uns nichts an. Und dazu gehört doch wohl auch das Geld von meinem Sparbuch. Wozu beschwerst du dich also? Sicher? Mit deinem Geld kannst du machen, was du willst. Aber musst du es so machen? Darum geht's doch. Sind wir, nur weil du inzwischen 18 geworden bist, plötzlich ein überwundener Standpunkt? Fragst du heute noch Oma und Opa? Das hat doch auch irgendwann mal aufgehört. Stimmt. Das war genau dann, als ich allein voll und ganz für das habe einstehen können, was ich getan hatte. Aber kannst du das? Du hast Abitur, Respekt. Aber das ist leider alles. Und wie ich dir nicht zu sagen brauche, damit kannst du akademische Hühner füttern, aber kaum die Unterhaltskosten von einem Auto finanzieren. Für das Auto brauchst du keinen Pfennig zu bezahlen. Fürs Auto nicht, du jobbst. Und wer bezahlt alles andere, vom Nagellack über Kost und Logis bis zum Studium? Das ist Gesetz. Während der Ausbildungszeit müssen die Eltern für die Kosten aufkommen. Das tun wir ja auch.
gern sogar, und nicht nur, weil es Gesetz ist. Aber diese Logik hat doch einen Knick. Auf der einen Seite verlangt ihr von den Eltern, dass sie das Portemonnaie aufmachen, weil in eurem noch nichts drin ist. Aber im anderen Fall braucht ihr noch nicht mal zu fragen, weil euer Geld die Eltern nichts angeht, mit der Begründung, ihr seid erwachsen. Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Ich habe hier nur gesagt, was Gesetz ist. In einer gesunden Familie muss man das Verhältnis zueinander nicht gesetzlich regeln. Was ist das übrigens für ein Gesetz, das euch nahezu alle Rechte und uns nahezu alle Pflichten gibt? Hältst du das für eine gesunde Basis, auf der die Generationen miteinander auskommen können? Und wie sieht deine Lösung aus? Ihr kommt für mich auf, aber dafür verlangt ihr, dass ich mich unterordne. Ist das vielleicht fair? Das habe ich nie verlangt, Moni. Das ist ja geradezu grotesk. Ich hätte nur erwartet, dass du fragst. Schlicht und einfach, dass du mit uns redest, dass du jenes Maß an Gemeinsamkeit beweist, ohne dass es nicht geht. Mal ehrlich, was hätte es gebracht, wenn sie gefragt hätte? Hätten sie es erlaubt? Natürlich hätte er es nicht erlaubt. Hätte alles getan, um mich davon abzubringen, allein nur den Führerschein zu machen. Ich habe ja bis zu meinem 14. Lebensjahr noch nicht einmal ein Fahrrad gekriegt, aus Angst, es könnte was passieren. Das war ein Fehler, gebe ich zu. Wir hätten es uns früher überlegen sollen, dass es gefälligst deine Angelegenheit ist, ob du heil nach Hause kommst oder nicht. Schon als du noch Dreirad gefahren bist. Aber auch Eltern müssen lernen. Hast halt Pech, dass deine Spätentwickler sind. Mutti, lass doch die Ironie. Ich würde mir trotzdem mal was überlegen. Im Interesse der Kinder bemühen sich die Menschen seit Jahrzehnten um bessere Erkenntnisse, damit dem Seelchen ja kein Schade geschieht, wenn es lernen muss, die Dinge zu begreifen. Und später, wenn dann die Kinder groß sind, dann haben sie, um ihren Eltern was beizubringen, nur die Schocktherapie parat. Bisschen ungleich, findest du nicht auch? Komm, das Auto ist gekauft, wir debattieren es nicht weg. Würde ich mal darüber nachdenken. Wie bist du eigentlich versichert? Normal. Den Aufpreis bezahle ich Insassenunfallversicherung und so. Ich möchte mir nicht nachsagen lassen, dass ich meine Pflichten vernachlässigt habe. Kennst du den neuesten Ostfrieswitz? Ich kann die Dinger nicht mehr hören. Du, der ist aber gut, gib mal acht. Weißt du, warum in Ostfriesland... Das weiß ich nicht. Jetzt weiß ich aber, warum bei euch die Arbeitszeit so teuer ist. Wer will die Ostfriesenwitze mitbezahlen? Die Post hat's gerade nötig. In der Stoßzeit. Ein Schalter ist besetzt und drei Mann von euch stehen am Fenster und schwätze. Also, pass mal auf. Ja, guck mal da. Guten Tag, Herr Wille. Dass man dich auch mal wieder sieht. Ja, alles klar, ihr Männer? Das bezweifle ich. Was? Dass alles klar ist. Siehst ja, Müller ist wieder voll da. Meister. Wollten Sie nicht schon am Montag kommen? Ja, da hatte ich aber noch Schmerzen. Als hier an der einen Stelle, sehen Sie? Wie lange waren Sie krankgeschrieben? Bis gestern. Warum kommen Sie da jetzt erst? Ich komme direkt vom Arzt. Herr Brenzberger, Telefon. Und er hat Sie dann sofort auf die Arbeit geschickt? Nein, das habe ich verlangt. Bei solchen Schmerzen? Ja, die waren weg heute, alles weg. Wir sprechen uns noch. Was ist denn mit dem los? Das ist vielleicht ein sozialer Laden. Du, an deiner Stelle wäre ich da sehr vorsichtig, von wegen sozial. Lässt du dir am besten gleich was einfallen? Wieso denn? Warum? Dreimal darfst du raten. Fräulein Mettler? Ja? Herr Wüller. Danke, den möchte ich dann gern mal haben. Wird der Mann den Amalfi nehmen? Sofort, aber nicht für 7,5. Dann sprechen Sie mit Herrn Schmidting. Er ist schon unterwegs. Also gut, dann schicken Sie ihn zu mir. Ich bin auch nicht da. Guten Tag. Wenn ich das richtig sehe, sind Sie auf dem Wege zum Chef. Ja, ich weiß auch nicht, was er will. Das könnte ich Ihnen sagen, aber
Ich glaube, das will er lieber selber besorgen. Monika, komm, du blamierst dich. Der Tankwart hat dir das doch erklärt, wenn der Reifendruck nicht gleichmäßig ist. Guten Tag, Herr Brenzberger. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Augenblick. Na, immer noch Kummer? Mettler. Monika Bach, ich komme mit dem Wagen einfach nicht klar. Das Auto ist voll bepackt, Moni. Auch voll bepackte Autos müssen geradeaus fahren können. Ach so, und das tut er nicht. Nein! Das heißt, er fährt schon geradeaus. Nur manchmal nicht, wenn ich bremse. Dann habe ich das Gefühl, er fährt viel weiter nach rechts, als ich lenke. Besonders dann, wenn ich etwas schneller fahre. Kann das am Reifendruck gelegen haben? Ganz bestimmt. Besonders, wenn er so voll geladen ist. Was hat denn Herr Brenzberger gesagt? Hat er den Wagen Probe gefahren? Ja, es sei alles in Ordnung. Dann ist das auch so. Sie scheinen nicht ganz einverstanden zu sein. Ich weiß nicht. Also gut, fahren wir mal. Na, dann brauche ich mich ja nicht drum zu kümmern. Moni, wir wollen doch an den Chiemsee. Eben drum! Können Sie denn sowas feststellen? Ich fahre manchmal Rallyes. Richtige? Mhm. Richtige. Den nächsten Führerschein mache ich selber. Wenn Herr Schmidting kommt, ich bin gleich wieder zurück. So, und jetzt zu Ihnen. Wenn ich recht informiert bin, Herr Wille, hatten Sie Differenzen mit Herrn Neubert. Sie forderten, nachdem Sie einen Fortbildungslehrgang absolviert hatten, eine weitere Erhöhung Ihres Stundenlohnes, die Herr Neubert nicht akzeptieren konnte. Stimmt das? Ja, aber das... Ich kann nicht verstehen. Das stimmt. Daraufhin nahmen Sie 14 Tage Urlaub, ohne ihn mit den Interessen des Betriebes abgestimmt zu haben. Das ist nicht nur ein Grund zur fristlosen Entlassung, das ist eine eigenmächtige Handlung, durch die dem Betrieb ein beträchtlicher Schaden entstanden ist. Des Weiteren haben Sie... Wieso? Ich habe Urlaub genommen, weil ich noch 14 Tage zu kriegen hatte. Und weil der Arzt der Ansicht war... Hatten Sie das Einverständnis der Geschäftsleitung? Nein. Aber der Arzt hat gemeint... Waren Sie krankgeschrieben? Noch nicht. Das war ich erst danach. Denn der Arzt... Darauf komme ich jetzt. Darf jemand, der krankgeschrieben ist, arbeiten? Nein, darf er nicht. Schwarz? Bitte. Darf er schwarz arbeiten? Ich nehme an, Sie wollten Nein sagen. Warum haben Sie es trotzdem getan? Nur samstags. Und werktags abends. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass das ein weiterer Grund ist, Sie fristlos zu entlassen. Denn Ihr Verhalten ist auch in diesem Fall betriebsschädigend und zieht darüber hinaus strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Oder war Ihnen das etwa nicht klar? Ich habe mir hier mal einige Urteile notiert, die die Gerichte in jüngster Zeit gegen Schwarzarbeiter verhängt haben. So erhielt ein Maurer eine Geldstrafe von 6.000 Mark, ein Spengler eine von 4.000, ein Zentralheizungsmonteur sogar eine von 10.000 Mark. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, in welche Preisklasse Sie gehören. Herr Dietz, entlassen Sie mich. Aber zeigen Sie mich nicht an. Das könnte Ihnen so passen. Sie arbeiten woanders und ich kann sehen, wo ich mit meinen Schadenersatzforderungen bleibe. Nein, Herr Wüller, Sie werden auf Heller und Pfennig bezahlen. Und wenn es nach mir geht, hier im Betrieb. Verstehe ich nicht. Ich werde Sie nicht entlassen. Und ich werde Sie auch nicht anzeigen. Ich möchte mich außergerichtlich mit Ihnen einigen. Und zwar folgendermaßen. Sie haben als Spitzenfacharbeiter einen Stundenlohn von... 10,72 Mark. Denen tariflich zustehende Lohn beträgt, wissen Sie das? Rund 8 Mark. Dafür werden Sie auf die Dauer von 2 Jahren arbeiten. Für 8 Mark? Tariflohn. Das entspricht einer monatlichen Einbuße von rund 400 Mark. Sollten Sie sich dieser Schadenersatzleistung durch Kündigung entziehen wollen, so zwingen Sie mich, den Schaden gerichtlich geltend zu machen.
Das können Sie sich nun überlegen, Herr Wüller. Bis übermorgen erwarte ich Ihre Entscheidung. Danke. $400, Chef. Ist das nicht ein bisschen hart? Was erwarten Sie? Lohnerhöhung? Hören Sie sich um, Sie werden an keinem Unternehmen einen Betriebsrat finden, der sich für Schwarzarbeiter einsetzt. Und für solche, die bei vollem Lohn krank spielen, schon gar nicht. Und mit Recht. Denn schwarz zu arbeiten war so lange verzeihlich, solange wir die Vollbeschäftigung hatten. Aber jetzt ist es schäbig. Denn jetzt bereichern Sie sich nicht nur unzulässigerweise, Sie und Ihresgleichen sind schuld daran, dass viele Ihrer Kollegen ohne Brot und Arbeit sind. Und dass andere unter Umständen ihren Arbeitsplatz verlieren. Muss ich noch mehr sagen? Nein. Fräulein Mettler? Das gibt's doch nicht. Nun? Was machst du jetzt? Die Karre wieder verkaufen. Was soll ich mit dem Schlitten, wenn ich wieder alleine bin? Menschenskind, da verlierst du doch einen Haufen Geld dabei. Erich, vielleicht gibt sich das wieder. Nee, du, nicht mehr. Und wenn die auf den Knien angekrochen kommt, aus! Na, erzähl doch mal, was ist denn passiert? Ach Mensch, ich komm gestern nach Hause, du. Da ist so die Hälfte von allen Möbeln weg. Komm mal auf. Eisschrank, Fernseher, Vorhänge, Teppiche, nur fast alles. Karl, ich kann dir eins sagen, du. Wenn die mir noch so viele Hörner aufgesetzt hätte, sowas würde ich nie machen. Nie. Aber es hat auch sein Gutes. Ja, wieso? Jetzt sind wir quitt. Herr Schmitting, Sekunde! Die bleiben lang. Vielleicht sind sie ein Stück rausgefahren. Tut mir schrecklich leid, Herr Schölke musste dringend weg. Und Fräulein Mettler ist noch nicht wieder im Haus. Kommen Sie doch inzwischen mit rein. Hätte mir ja nichts absetzen brauchen. Freunde, Freunde. Noch als Fußgänger macht ihr einen fertig. So ein Blödsinn. Ist Fräulein Mettler inzwischen zurück? Nein, noch nicht. Aber das ist ja jetzt schon bald eine Stunde her. Wir wissen auch nicht, wo sie steckt. Sie sagen mir Bescheid, wenn sie kommt. Sofort. Ich traue mich schon gar nicht mehr rein. Kein Mensch weiß, warum sie nicht wiederkommt. Bestellen Sie mir bitte ein Taxi. Ich fahre Sie selbstverständlich, das ist doch klar. Wenn Sie sich einen Augenblick gedulden, ich muss nur noch schnell einen Gebrauchtwagen übergeben. Geduld, Herr Jünger. Das ist das Einzige, was Sie im Augenblick nicht bei mir ansprechen dürfen. Es tut mir schrecklich leid. Paprika, was? Soll das Radio weiterspielen? Batterietest, Meister. Wir sind schon über eine Stunde weg. Ach, die haben auf der Landstraße eine Panne und können nicht telefonieren. Oder sie sind durch einen Unfall blockiert. Freund Mettler ist eine routinierte Fahrerin. Was nützt dir die ganze Routine, wenn ihr so ein Dussel reinfährt? Ihr Brief. Danke. Mahlzeit. Jawohl, nochmal. Mit dem können Sie beruhigt fahren. Erstens ist er TÜV geprüft und zweitens, wenn was sein sollte, Sie haben ja Garantie.